Na, Herr Bürgermeister, nun ist es bald soweit. Die Ortsumfahrung Wieselburg wird in wenigen Tagen für den Verkehr freigegeben werden. Ja, und eine lange Geschichte geht zu Ende. Ja, es war eine schwierige Geburt. Und ich denke, es ist aber sehr schön gelöst worden. Die Umfahrungsdiskussion hat ja bereits in den 70er Jahren begonnen. Dann musste so manche Hürde übersprungen werden und so manche schroffe Klippe überstiegen werden. Aber es ist eine gute Lösung letztendlich herausgekommen. Ich freue mich, dass ich mit einem Auto diese neue Strecke jetzt befahren und besichtigen kann, zusammen mit dir. Und der Kreisverkehr Nord, der Beginn dieser Ortsumfahrung darstellt, ist wirklich schön geworden. Ja, und der Kreisverkehr symbolisiert auch die Innenregion und damit die vier hauptbetroffenen Gemeinden dieser Umfahrung, nämlich Bergland, Betzenkirchen, die Landgemeinde Wieselburg und die Stadtgemeinde Wieselburg. Na, dann fahren wir, er ist ja eh schon da. Ja, auf der Umfahrung werden jeden Tag tausende Fahrzeuge über weite Strecken abgeschirmt von Lärmschutzwänden unterwegs sein. Das bringt 40-50% weniger Verkehrsaufkommen in unserer Stadt und damit mehr Lebensqualität für uns. Für unsere Gäste, Kundinnen und Kunden wird Einkaufen und Genießen in Wieselburg noch attraktiver. Und das ist die Abfahrt für die Brauerei Wieselburg, für die Firmen wie Weber und Haubis. Und zum Betriebsgebiet Zeiselgraben, wo sich neue Firmen ansiedeln. Wenn wir hier abfahren, kommen wir in den Stadtteil Zeil. Und nach Ruprechtshofen oder Mank können wir auch direkt weiterfahren. So wie hier wurde an allen Ab- und Auffahrten, Kreisverkehren sowie innerstädtisch ein System für die Verkehrsleitung zu Firmen, öffentlichen Einrichtungen, Parkplätzen oder Zielen außerhalb Wieselburgs installiert. Ja, nach einer 50-jährigen Reise sind wir am Ziel angekommen. Das Zukunftsprojekt für den Raum Wieselburg und das große Erlauftal ist damit abgeschlossen. Wir danken dem Land Niederösterreich für die Errichtung und Finanzierung der Umfahrung und die intensive Einbindung von uns. Vor uns liegen viele Chancen, wir werden sie nutzen.